Hi, hier ist Kiki und heute habe ich eine Alternative zu einer Nespresso-Maschine, denn ich habe eine Nespresso-Maschine, die habe ich von meiner Mama geschenkt bekommen, weil sie den Kaffee nicht mag und ich habe die jetzt eine Zeit lang benutzt und eigentlich finde ich es Wahnsinn. Ich finde es einfach Wahnsinn, wenn man das aufmacht und diesen ganzen Müll, der da entsteht, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Und ich werde diese Nespresso-Maschine in die Mülltonne schmeißen. Wirklich, ich schmeiße sie weg. Ich verschenke sie auch nicht, ich schmeiße das Ding weg. Ich finde es nicht gut. Dazu kommt noch, dass ich Nestle überhaupt nicht unterstützen will. Wie gesagt, ich habe sowieso nur noch Kaffee vom Lidl rein. Ich würde niemals Nespresso kaufen, da mag er noch so toll sein, obwohl ich das anzweifle. Aber Nestle kommt bei mir nicht in den Haushalt, wenn ich es vermeiden kann, wenn ich es weiß. Aber es gibt eine Alternative und das ist natürlich die gute alte italienische Kaffeemaschine, die derweil hätte drei Teile, mehr ist es nicht, und einen Gummiring. Und da fülle ich jetzt mal Wasser rein. Und zwar fülle ich das so weit rein bis zu diesem Schnörpfel da. Dann kommt das wieder da drauf. So, da gebe ich dann Kaffee rein, je nachdem wie stark man haben will. Ich will mir keinen Espresso machen, ich will einen Kaffee machen, also mache ich nicht so stark. Da unten ist ein Gummiring dran, der muss immer sauber sein. Dann schraube ich das Ganze zu. Man kann auch in den Kaffee noch ein bisschen Zimt reintun. Dann mache ich meinen Gasherd an. Und stell das drauf, bis es blubbert. So, hört das blubbern? Jetzt kommt's. Und dann könnt ihr das eigentlich schon wieder ausmachen. So, und da ist jetzt der Kaffee. So, der Kaffee schmeckt super. Ich werde es jetzt wieder wie beim Italiener machen und werde auf den ganzen Plastikmüll verzichten. Ich bin immer so erschrocken, wenn ich am Meer bin, wie furchtbar dreckig das Meer ist. Und das, was wirklich vor allem drin bleibt, ist natürlich Plastik. Und ich versuche so gut wie möglich Plastik zu vermeiden, sei es bei Plastiktüten oder andere Verpackungsmittel, wenn es möglich ist. Machen, tun müssen natürlich vor allem die Politiker da was, ne? Wie zum Beispiel die Franzosen, die jetzt kein Plastikbesteck mehr erlauben und kein Plastikteller und diesen ganzen Käse. Finde ich super, super, ihr Franzosen, finde ich richtig klasse. So, also das war mein Anti-Plastik-Kaffee-Dingsterbums und jetzt werde ich mal frühstücken. Bis dahin, eure Kiki.